Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Station nach oben geschossen. Die habe ich jetzt mittlerweile nochmal neu hochgeschossen und die funktioniert jetzt auch. Aber unser Lander funktioniert halt leider immer noch nicht. Deswegen wollte ich mit euch heute nochmal einen neuen designen. Und zwar auf dem Prinzip basierend Small. Bedeutet, wir bauen das Ganze in klein nochmal. Und zwar so klein wie möglich. Wie jetzt, ob wir so eine Mini-Drohne auf einem Planeten landen wollen. Ungefähr das soll das hier werden am Ende. Und genau so soll das auch funktionieren. Und dazu brauchen wir natürlich viele Teile. Weil es gibt, soweit das, was ich jetzt mitbekommen habe, war halt zum Beispiel eins der Probleme, dass gibt es hier eins von den beiden Teilen hier Probleme macht. Und du deswegen nicht, dass dir dann die Teile auseinanderfallen und das Ganze drum und dran. Also es gibt hier schon einige Probleme leider noch. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir das am schlauesten hinkriegen. Am besten ist, wir tun gleich mal so einen Stabilizer noch einbauen. Dann brauchen wir vielleicht kein RCS. Oder wir bauen das ganze Ding da drauf auf, dass wir mit Methane fliegen. Wenn wir so ein X-Tank hier nehmen. Cooler wäre es natürlich, wenn wir mit solchen Tanks hier noch fliegen könnten. Schauen wir mal, vielleicht können wir auch so machen, dass wir hier die Tanks nehmen. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel. Ich baue das ein bisschen ohne Restrictions genau das anzusetzen. Ich will einfach schauen, dass das relativ cool ausschaut. Das schaut jetzt aber leider nicht so cool aus, wie ich es mir erhofft hätte. Dafür sind die Teile einfach leider zu groß. Ich kann natürlich rein theoretisch das Teil jetzt anbauen. Und da drumherum, aber das ist jetzt auch blöd. Lass uns versuchen, es mal mit Methane, mit Methane-Flug. Körpern, wo haben wir Methane? Monopoppern, da gibt es aktuell die im Ernst. Das sind die einzigen, die rein mit Monopropellant fliegen? Uff. Okay. So, dann haben wir jetzt ein blödes Problem. Weil wir haben halt nur diesen freundlichen Herren hier. Mephalog, Monopropellant, Xenon. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit Xenon landen könnten. Also man könnte das natürlich hier hingehen und sagen, wir nehmen, wo ist denn Xenon? Xenon-Teile hier rein. So. Machen noch Xenon-Tanks-Trank zum Beispiel. Und setzen dann ein Xenon-Triebwerk unten hin. Das hat 30.000 MS, aber es hat halt eine 0,001 Thrust Ratio. Ich glaube nicht, dass wir es ansatzweise schaffen würden, damit auf Minmus oder sowas zu landen. Dafür ist es einfach viel, viel zu schwach. Bedeutet, das funktioniert schon mal draußen. Bedeutet, wir haben nur die Möglichkeit, hier so ein Mini-Triebwerk drunter zu setzen. Und dazu müssen wir dann wohl oder übel diese Mini Triebwerke verwenden. 1700 MS haben wir jetzt. Okay. Gut, dann Füße. Als erstes die Füße nochmal reinbauen. Jetzt will ich aber überlegen, ob wir dem Ding nicht schauen, dass wir wenigstens ein bisschen mehr Power kriegen. Dass wir dem Ding hier irgendwie sowas einbauen, wie jetzt hier das hier. Und sagen ganz vorsichtig rein. Das Problem ist halt echt, dass das. Natürlich, das hat jetzt ein bisschen eine verwerfliche Form, nennen wir es so. Aber ja, auch nur so circa. Gehen wir zurück zum Thema. Das Thema war ja gerade Landebeine. Wir können die natürlich hier rein theoretisch auch hier oben lagern. Wenn das funktioniert. Wenn jetzt 2800 MS. Aber dann müssten wir die Beinchen hier noch. Okay.
Flugzeugrichtung. Noch ein bisschen nach unten bewegen. Rein theoretisch schaut das aus, als ob es logisch funktionieren würde sogar. Cool. Dann ist es jetzt Miniländer. Der braucht natürlich... Das schaut so doof aus. Der schaut echt doof aus. Das Teil braucht natürlich auch Solarpanels und das ganze Zeug. Wow. Okay. Ich wollte eigentlich nur, dass es nur ein bisschen nicht so awkward ausschaut. Dann tun wir das hier drüber. Und dann... Okay, die sind natürlich jetzt ein bisschen heavy. Kriege ich irgendwie solche MS-Teile hier rein? Okay, das ist zu groß. Noch größer. Okay, warte mal. Tun wir mal die kurz raus. Reden wir mal nur von zwei zum Beispiel. Viel zu lange. Wie würde das überhaupt im Ganzen ausschauen? Holy shit, ich glaube, das wäre jetzt viel zu groß. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen nur die zwei hier. Zwei sollten vollkommen ausreichen, um unser kleine Dröhnchen hier zu orientieren. Ja, das sollte voll passen. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch eine Antenne, weil ich glaube nicht, dass ich das Ding so einfach... Holy shit, ist die wieder riesig. Vergessen, wie groß die Teile sind. Ich habe irgendwie erwartet, dass die kleiner ist. Das schaut jetzt leider nicht so schön aus, wie ich mir erhofft habe. Sag mir nicht, dass die geiler ausschaut. Na, es wäre rein theoretisch eine Ground Station. Machen wir das so. Wir bieten jetzt... Sagen wir hier vier Receptor an. Hier so. Die können Gespräche empfangen. Aber wir haben auch noch die Hauptantenne oben, die sich darum kümmert, dass das Ganze läuft. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die nicht miteinander interferieren am Ende noch. Das wäre natürlich die absolute Katastrophe. Nee. Schaut alles gut aus. Dann hätten wir jetzt hier unseren Lander. Der soll dann auf den dementsprechenden Planeten landen, wo sie hin, wo das Ding hin auch soll. Darunter müssen wir jetzt natürlich noch die First Stage machen. Oder die Stage, die das Ganze halt auf den Planeten bringt. Dafür würde ich sagen, nehmen wir so ein Teil hier. Und dann so ein Teil hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Full Heavy gehen, aber dann können wir halt besser an das ganze andere Teil anschließen. Es kriegt von mir einen eigenen Controller rein und eine eigene Batterie. Wir müssen jetzt gerade nicht irgendwie heavy planen oder sowas. Von daher denke ich, geht das schon klar. MD. Mit der Batterie sollten wir relativ weit kommen. Na, zwei brauchen wir nicht. Gut, dann brauchen wir MD-Tanks. Dann nehmen wir den hier, der sollte vollkommen ausreichen. Und als MD-Triebwerk verwenden wir... Ne, das ist kein MD, aber das ist ein MD. So. Das Ding noch nicht mal heben. Vessel is missing RCS. Precision Maneuvering for Docking will be difficult. Okay, das ist jetzt aber wurscht. Oder Käse, wie man sehen will. Das ist das Modul, was Richtung Mann und Minimus fliegen soll. Soll eine Bodenstation quasi darstellen, die Satelliten oder Anfragen weiterschicken kann, rein theoretisch, wenn du jetzt Satelliten hast, die sich nicht genau treffen, kann der weiter kommunizieren oder halt eine größere Basis auch bauen. Ist vielleicht doof, aber in Zukunft werden wir noch ein paar coole oder ein paar spannende Satelliten hochschicken. Jetzt probieren wir mal die Merge-Funktion. Wir können natürlich jetzt hier reingehen und dann glaube ich... Genau, ich habe jetzt noch eine Mini-Tone, die Latitude gemacht. Ich würde gerne hier mergen. Bin ich gespannt, was passiert, wenn ich Merge drücke. Weil eigentlich würden ja die anderen wahrscheinlich nur noch reingehauen, oder? Es lädt, es lädt, es lädt. Oh, holy shit, okay. Guten Tag.
Wir sind jetzt bei The Heavy One. Und ja, es ist mal wieder Heavy One. Wir setzen die Heavy One wieder ab. Das ist ja unser letztes Modul. Gut, und jetzt halt bringen wir das Ganze mal auf die Höhe, auf der es sein muss. Gut, dann brauchen wir hier wieder unsere typischen Teile. Wir brauchen wieder ein Kleinerungsmodul, dann ein Decoupler. Und dann setzen wir das Teil an. So gut. Wir setzen hier noch ein paar Stats dran. Dann sollte das auf jeden Fall halten. Und dann setzen wir hier unsere allzu schöne Truss hin. Die wir relativ simpel diesmal bauen. Zack. Und dann ist der Heavy One schon wieder ready for Liftoff. Perfekt, wir speichern das Ganze wieder. Das sind dann hier die ganzen Module, die zu Heavy One gehören. Finde ich mega geil, dass ich die ganzen Module einfach hier wie ein Lager haben kann, während ich die Heavy One verwende. Das ist mega, mega geil. Ich muss dich hier natürlich noch als Startmodul auswählen. Die Kappeln starten. Die Kappeln starten. Wait, da ist zum Beispiel ein Fehler drin. Und das Triebwerk kann rein theoretisch mit dem hier zusammen starten. Und dann kommt das. Das kann in einer eigenen Stufe zwischen passieren. Die ich jetzt gar nicht verwendet. Und dann kommt das kleine Ding hier oben. Perfekt. Gut, dann nochmal einmal speichern schnell. Nein, jetzt habe ich hab nicht auf Speichern gedrückt. Ich habe so, okay, safe. Gut. Und dann gehen wir auf Launch. Dann schicken wir das so hoch, wie es geht. In den Orbit. Und in den nächsten Folgen können wir das dann hoffentlich auf Minmus. Ich würde es auf Minmus schicken. Wir schicken es auf Minmus. Wir schauen, dass wir zu Minmus mit dem Teil kommen. Und dort mal landen. Wir hätten schon mal wieder einen neuen Planeten nach Ewigkeiten. Gut. Back on Launchpad. Ich glaube, One sind wir aktuell. Halte still. Rakete. Senkrecht. Triebwerk auf 100%. Let's do this! Perfekt. Und die sollte hoffentlich auch nicht so wackeln. Gut. Warum wackelt das Ding schon wieder? Jetzt nehmen wir langsam Speed wieder auf. Ja, schaut doch ganz, ganz gut aus. Na komm. Gib Gummi, mein Freund. Gummi. Nein, du gehst nicht zurück. Da wobbelt schon wieder was. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das ist die Stage hier zwischen, die das Problem macht. Das kann ja fast nichts anderes sein mehr. Na komm. Was jetzt passiert? Hey, ist alles gut gelaufen.
Wie ist denn das jetzt passiert? Okay, und Boost. Nicht kollidieren, nicht kollidieren, nicht kollidieren. Schau, wir haben hier noch 3000 drin. Vielleicht schaffen wir es. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Kurze Fix. Was ist denn jetzt passiert? Sind die wir müssen vielleicht doch mal die Heavy One nochmal selber überarbeiten. Und den einzelnen Booster angeben. Vielleicht funktioniert es dann besser. So, perfekt. Die läuft nicht echt. Die obere Second Stage funktioniert meistens perfekt. Das ist nicht sehr interessant immer. Aber die hat auch sehr, sehr viel Power. Das muss man natürlich dazu sagen, ne? Aber ihr seht, wie gut die läuft. Meistens. Ein bisschen wackeln tut sie. Komm, schießt das Ding nach oben so gut wie es geht. Schnell. Weil da sieht man jetzt zum Beispiel aktuell unser Problem. Wir sind nur bei, ja, ein bisschen über 26 Kilometern. Wir müssen noch relativ weit. Wir haben natürlich jetzt einen relativ, ja, keinen flachen Winkel, aber unter 40 Grad, 35 Grad sind wir jetzt gerade, bedeutet doch ja in die flache Richtung, damit wir auch gleich den Periapsis hochkriegen. Wir müssen das jetzt ein bisschen ausbalancieren. Sonst wird das Ganze nichts. Und ich hoffe, dass wir bald richtig Schub kriegen, weil wir haben noch 2400 MS drin. Wenn alles gut läuft, schaffen wir hier alles noch. Und sind bald auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt schaut es gut aus. Jetzt können wir ein bisschen flacher schon gehen, weil wir schauen echt gerade relativ stabil aus. Sind schon bei 50 Kilometern. Bedeutet, jetzt sind wir in einem Range, wo wir sagen können, wir werden es auf jeden Fall mit einem Apoapsis in den Weltraum schaffen. Jetzt fehlt nur noch der Periapsis, dass der mal hochkommt, der Freund. Und der ist ja leider nicht immer so gesprächig, ne? Jetzt können wir schon unter die 10 Grad gehen, weil jetzt sind wir im Weltall mit dem Apoapsis. Jetzt gehen wir auf 0 Grad. Und stabilisieren das Ganze aus. Es schaut nicht so aus, als ob wir es echt schaffen würden, die ganze Rakete, so wie sie ist, nach oben zu kriegen. Wir müssen nur schauen, dass wir natürlich irgendwie die One Stage weg dann kriegen. Perfekt, okay. Wir öffnen noch nichts. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber wir sind in einer guten Flugposition. Beim Apoapsis geben wir einmal Gas, schießen raus. Dann tun wir die Kappeln, schießen wieder zurück und lassen die gen Körben fallen. Time Warp bitte. Bisschen vor wäre praktisch, damit wir ein bisschen flotter hier sind. Ein bisschen flotter von der ganzen Sache. Und beim nächsten Mal können wir das Ding dann Richtung Minmus schießen und auch die erste Minmus-Landung vornehmen. Bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. So. Schauen wir das Ganze an. Jetzt müssen wir es erstmal entpacken. Das einmal bitte entkapseln. Nice. Das ist unsere kleine... Der Riesenaufwand für so eine kleine, ganz kleine Sache. Ich finde es spannend. Zwischendurch sackt das Ding ab. Jetzt gerade nicht. Jetzt ist es weg. Tschüss. Gut, dann wieder frontal ausrichten und bis zum Apoapsis vorspulen. Jetzt haben wir nicht schon auf Kilometer gewechselt. Hier noch nicht, aber hier sind wir schon im Kilometerbereich. Das ist natürlich Sache, wir haben hier keine... Doch, wir haben hier rein theoretisch eine Steuerung drin. Mit SS, bitte, da funktioniert es noch ganz gut. Richtet euch bitte aus. Da ist der Mann, da waren wir schon vor Ewigkeiten mittlerweile, aber da waren wir. So,
Und einmal Vollboost. Perfekt. Gehen wir noch ein bisschen. Dann die kappeln wir. Warte, davor Antennen ausfahren, sonst haben wir nachher keine gescheite Verbindung. Das geben wir ihm hier auch mal vor. Extend alle Antennen. Dann heißt es decouple. Ah, das waren jetzt die falschen Teile, das waren die hier seitlich. Und dann nochmal decouple. Dann wechseln wir einmal zurück zu ihm hier. Er muss SRS jetzt aktivieren und sich gegen das ganze Ding schicken hier. Ah, schaut euch, wie schön das ausschaut hier. Es fliegt dahin. Wunderschön. Und was heißt das jetzt? Bist du deaktiviert? No Com Connection? Warum denn das jetzt auf einmal nicht? Vorhin hat es funktioniert mit den Teilen hier. Oh. Ja, okay, dann bleibt die halt da. Wir schicken ihn jetzt hier noch ein bisschen höher. Da haben wir nicht eine Connection, lustigerweise. Den schicken wir jetzt noch auf eine bisschen höhere Flugbahn fürs Erste. Damit wir nicht colliden. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben unseren kleinen Freund hier in den Orbit geschafft. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass er landen kann. Wir probieren jetzt einmal kurz die Füße aus. Wenn er das mich machen lässt. Irgendwie funktioniert G nicht. Und dann sollten wir beim nächsten Mal ankommen auf Minmus und eine Landung vornehmen. Wir sehen den Mann schon, der Minmus bleibt noch versteckt. Aber beim nächsten Mal werden wir ihn sicherlich sehen. Also, bis dann. Ciao.